In meinen künstlerischen Schaffen befasse ich mich mit dem Material Holz. Mich interessiert die Materialität, Spannungen, die zwischen bearbeiteten und von mir nicht bearbeiteten Stellen oder ganzen Flächen entstehen. Meine Kunst bezeichne ich als Prozesskunst. In dieser Sammlung präsentiere ich nicht nur meine geschaffenen Werke, sondern hier arbeite ich auch. Ich wurde 1950 in Gdańsk geboren. Bis 1976 studierte ich an der Danziger Kunstakademie und seitdem arbeite ich als freischaffender Bildhauer. 1981 wurde Hamburg zu meiner Wahlheimat. Meine Werke finden sich in bedeutenden Museen in Polen und vielen Sammlungen in ganz Europa. In 1998 erhielt ich den ersten Preis, den Prix de Jury, beim Salon de Printemps 98, gestiftet vom Kulturministerium von Luxemburg. Was mich ermutigt hat, auch weiterhin auf dem von mir eingeschlagenen Weg der Prozesskunst zu bleiben. In Hamburg-Bergedorf schuf ich im Jahr 1999 auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Neuengamme das Denkmal in Erinnerung an die Deportierten des Warschauer Aufstandes 1944. Herr Wisoschanski hat unserer Stadt und der KZ-Gedenkstätte Neuengamme ein beeindruckend vielschichtiges Kunstwerk geschenkt. Eine würdige, räumliche Metapher für namenlosen Schrecken und vielfaches Leid. Ein Mahnmal, das Raum zum Denken schafft und Raum zum Denken lässt und damit ein Ort, an dem wir aus dem gemeinsamen Erinnern für eine bessere Zukunft lernen können. Im Jahr 2012 schuf ich das Denkmal in Gedenken an die Zwangsarbeit in Hamburg-Bergedorf. Es steht im Zentrum Bergedorfs. Im Jahr 2020, zu meinem 70. Geburtstag, erhielt ich vom polnischen Botschafter für meinen Einsatz um die deutsch-polnische Versöhnung eine Gedenkmedaille zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Dieses Jahr wurde ich in Wien in der Kategorie Bildende Künste mit der Goldenen Eule ausgezeichnet. Dieser Ort mit seiner ständigen Ausstellung hier in Hamburg-Bergedorf bedeutet mir sehr viel. Er wurde mit den Jahren zu einer Kunstplattform, auf der Kunstinteressierte sich treffen, austauschen, diskutieren. Hier sind auch viele Kontakte zu Schulen entstanden. Sogar Unterricht und mehrere gemeinsame Schulkunstprojekte wurden schon realisiert. Einige sind geplant.
Ausstellungen geladener Künstler finden hier ebenfalls statt. Musik. 2016 wurde der Freundeskreis der Sammlung der Verea e.V. ins Leben gerufen, der seither mich und mein künstlerisches Schaffen kräftig unterstützt. In diesem Jahr wirkte ich bei der Nordart 2022 bei der Organisation und dem Aufbau des polnischen Pavillons mit. Die Holzobjekte belaste ich nicht zusätzlich durch irgendwelche Botschaften oder Narrationen. Die Begriffe Schnitt, Bruch, Spalt bestimmen meinen künstlerischen Weg. Die Kontinuität ganz früher Werke und jener der letzten Zeit bildet zusammen einen einheitlichen Wert, einen quasi geschlossenen Kreislauf, in dem jedes einzelne Objekt unbestrittener Teil eines Ganzen ist. Zusätzlich werden alle Kunstwerke so präsentiert, dass die Architektur des Gebäudes zu einem wesentlichen Teil geworden ist. Ein Gesamtkunstwerk also, in voller ausgewogener Harmonie und Ästhetik. Ich hoffe, Ihnen hat der Einblick in meine Ausstellung und in mein künstlerisches Schaffen gefallen.